So, Junge, jetzt geht's um die Wurst hier. Wir haben ein fettes Infovideo. Das ist vollgepackt mit fast 25 Minuten, Digga. Das ist richtig krass. Und es geht da drin um Serverprobleme, Season 1, ja, die ja verschoben wurde, um einen Offline-Modus, um die KI, um die Entschädigung, die Goldleute bekommen sollen oder vielleicht auch andere und noch ein paar andere Sachen. Also, Junge, jetzt bin ich mal heißer als Frittenfett, Digga. Das heißt, so wie es ist. Das kann jetzt richtig geil werden. Kann aber auch ein Reinfall werden, ne? Werden wir jetzt mal rausfinden, Junge. Ja, das könnten die relevantesten News sein, überhaupt bis jetzt vielleicht. Und Junge, hier kam noch eine freshe Doni rein, Digga, vom Richard. Ne, ja, Richard eigentlich. Digga, was ein krasser Name. Richard Buttsbuck. Bruder, das ist aber ein heftiger Name, Digga. Richard Buttsbuck. Das läuft ja richtig bei dir, Alter. Moin, bin durch Solak schon auf deinen Kanal gestoßen und feiere deine Videos weiter so. Beste Leben, Mann. Junge, wie nice. Einfach durch Solak schauen hier hingekommen. Und der haut einfach direkt was raus, Digga. Ganz frisch hier und gönnt er so was, Junge. Richard. Vielen, vielen Dank, Mann, für deinen heftigen Support hier. Das freut mich natürlich, dass die Videos dir gefallen und dass du ja sogar fresh auf dem Kanal bist. Herr Buttsbuck, vielen, vielen Dank für den Support. Ich hoffe, dieses Video hilft Ihnen auch und gefällt Ihnen auch. Abfahrt. So, wie gesagt, der ganze Bums geht fast 25 Minuten. Grundvideo ist schon sehr lang. Mal gucken, was daraus wird, ne? Naja, und wer sich hier fragt, so, warum hier manchmal keine Videos kommen oder warum was anderes kommt oder was auch immer, folgt einfach mal bei Instagram, Digga, dann kriegst du auch mal alles mit, ne? So. Schon wieder laut hier. Skippen wir mal direkt mal weg. Hello everyone. Test Drive Unlimited Solar Crown has been out for several days. Ich finde das erstmal eine sehr, sehr gute Sache, dass sie das überhaupt machen, ne? Gibt ja Kapitel hier, und dass sie wirklich alle Probleme angehen und die dann besprechen. There have been plenty of questions raised by the player community and we also encountered some launch issues, especially with the servers. Ja. We're aware of that. So we wanted to address it, talk about what's been happening, discuss the steps we're taking and also give you an idea of what's coming very soon for Test Drive Unlimited Solar Crown. Regarding the launch of Test Drive Unlimited Solar Crown, we experienced some network issues. Despite our efforts to put in place as many safeguards as possible to ensure things would go smoothly, I worked on the previous test drive game, TDU2, and back then we... die hatten damals schon bei TDU2 große Netzwerkprobleme. Ja, das ist ja dann doppelt peinlich, ne? Faced major network problems. I really didn't want to go through... Ich wollte es nicht nochmal durchmachen, Digga. Und er hier, er denkt schon so, oh Gott, und wir machen es einfach nochmal. That again. So, with Solar Crown... Things are going better because players can. Also ich mache die Untertitel mal kleiner, weil hier links steht die ganze Zeit voll fett Server Issue, also das aktuelle Thema. Geht auch so, oder? Access the game. Some had to try a few times. Ja, und wieder passt es da nicht hin. Ja, scheiß drauf. Especially at the beginning, but they managed to get in. We had taken far more precautions than we did with the previous TDU, running a lot more tests. Ich hab noch eine Idee, wir machen das dunkler. So. Actually, we had beta phases set up specifically for that. Of course, they helped. Das ist aber keine coole Aussage, ne? Wir hatten extra dafür Beta-Phasen. Also auf Kosten der Leute, die mehr Geld zahlen, sowas rauszufinden, ist nicht so geil. Da hätte man eine Open-Beta machen müssen, die jeder spielen kann, wenn du deine Server testen möchtest, ne? Answer a lot of questions and we were able to fix a lot of things. I think the important point is that we made a lot of progress. There weren't as many issues during the beta phases. But as we expected, we didn't... Sollen wir nochmal über die Spielerzahlen reden? Nee, lieber nicht, ne? There are issues that only appear when a certain number of players are online. And that's probably what we couldn't foresee at that time. It's not so much that we were overwhelmed by success, because we were always prepared for a large number of players. But it did reveal problems that we couldn't detect before. So right now, that's what we're working on fixing. A lot of things will be coming with the week one patch, which is what we call it internally. It's essentially the patch that's coming very soon. Da hab ich ja schon, über den Patch habe ich ja schon berichtet, ne? Da wisst ihr also schon Bescheid. There's a lot of server-side issues, as Anna mentioned. And during maintenance, we've already been able to fix some things server-side. But now, we need to make bigger fixes that we call client-side correction. Those are issues in the game itself. So these are big changes that are coming soon. The closed beta definitely brought us a lot of valuable insights. But having a large number of players also had its own impact. Having so many players obviously brought us to a point where we had to address certain issues in real time. Issues that we only could see once we reached that stage. And there are things we've been able to fix on the server side, which is what you've likely noticed during the maintenance periods, or when there were spontaneous disconnections, those sorts of things. These are issues we continue to work on, and it will be an ongoing process. However, most of the problems will be addressed with the first major patch, which fixes over 300 bugs. These bugs range across different areas,
but a lot of them focus on server issues, problems with saving your progress and things like that. These are major pain points, small but impactful issues that can be very frustrating, especially when they keep happening during your game sessions. It will be fixed with this first patch. Since the game's release, we've been gradually improving the server side, which is crucial for the game step by step. But this patch will fix a lot of in-game issues and bugs, and at the same time, it will be synchronized with a major server update that will also resolve many connection problems. It's really important to understand this, and this is super important, that even though we have this huge patch, there's a delay before we can get it. It needs to go through testing, which is a major step, and it also has to be approved by the console manufacturers, obviously, for them to give us the green light. Of course, we want to deliver it to you as quickly as possible, but it has to be tested to ensure the highest quality. That's just part of the development process. So the patch doesn't just come with bug fixes, there are also improvements to the game. Of course. I think one of the biggest challenges right now is optimization. As you've noticed, there are some neues Thema, optimization. Small performance drops. Initially, with the first patch, we'll mainly focus on all consoles and platforms. But ja, Leistungseinboost. Das habe ich ja auch gesagt, ne? Da war das aber noch gar nicht so klar. Ich hatte nämlich in einem Video, ich weiß nicht, wo das war, am Anfang, glaube ich, wo wir Grafik- und Leistungsmodus getestet haben. Da hatte ich ja mal den Leistungsmodus extra im Video gemacht. Und da habe ich auch schon mit meinem eigenen Auge gesehen, dass das nicht 60 FPS sind. Ja, du spielst dann schon in der Gülle-Grafik, ne, mit Full HD, also 1080p, damit du 60 FPS hast, aber du hast keine 60 FPS, weil die droppen nämlich sehr oft runter. Und meine Einschätzung von meinem Auge war so 40 bis 45 FPS. Und das scheint dann auch gestimmt zu haben tatsächlich. Ne? Voll krass, ich habe so gute Augen, Digga, leck mich am Arsch. But the emphasis will be on PC. Overall, you can expect a better experience soon. A second patch will come a little later that will specifically address issues on the PS5. We know we are currently experiencing performance problems on the PS5. Nur auf PlayStation 5 und was dann mit der Xbox? Ja, da gibt's doch die gleichen Probleme, oder nicht? Particularly with lower graphics quality. All of that will be included in a major patch for the PS5. Which is separate from this first patch because it's obviously much larger, more involved and requires more testing. Okay. But it is coming. And it's coming soon as well. Es gibt nochmal ein extra Patch für PS5? Oder meinen die damit Konsolen allgemein? Ne, dann hätten die Konsolen gesagt. It'll come fairly quickly after the first patch. Yes, exactly. This patch comes with bug fixes, but it also coincides with the launch of the new season. That's right. The first season of the Solar Crown. So, erste Season. Nein. Exactly. As you can see, everyone was a bit hyped about the arrival of the season and the dates in the Solo Hotel, because those were the dates we had planned. So, as we mentioned, the patch actually contains more than we initially anticipated. And it specifically fixes some things related to the season. With the slight delay we have on the patch, we'll align the season launch with it. So when the patch arrives, the season will also start, along with ja, ich glaube, der Patch kommt sogar einen Tag vor der Season, ne? The live events, the Solo Crown Live, which will kick off the Solo Crown competition. So, it's a small delay, and you'll see that in the Solo Hotel, you'll need to take a little extra time and be patient to possibly win the new car. Well, yes, to win a Solo Crown Live. Exactly. We've seen in the gameplay habits and feedback we've received from players that there's a somewhat frustrating. So, jetzt machen wir das mal wieder auf Langsamkeit, weil jetzt wird es ein bisschen relevanter, finde ich. Offline-Modus. Rating Aspect for und Solo-Features. Für einige ist frustrierend, ständig auf andere Online-Spieler zu treffen. Nee, das ist nicht das Problem, weil du triffst ja gar keinen Online-Spieler. wenn welche mitfahren würden, wäre das ja nicht so schlimm. Aber Bruder, ich habe irgendwie, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal 50 Spielstunden. Ich bin ein einziges Mal mit jemandem gefahren. Some of them. Of always encountering other online players. We already noticed this phenomenon during the closed beta, where we made a change to the lobbies that allows players to validate the race immediately without having to wait. Ja. There was a long wait time and players didn't want to wait. Ich würde ja die 10 Sekunden warten, wenn sich das lohnen würde, wenn halt Spieler kommen würden, aber es kommt ja keiner, das ist ja Quatsch dann. Wait for others and find themselves with players they weren't interested in racing with. So, we implemented this change and it's in the game now. But we also have other modifications planned to further ease the ability for players to play the way they want. Uh-huh. Well, I think there are really things we want to maintain and others we want to evolve. Uh-huh. I believe there are three main aspects. Ist euch das doch zu klein? Ich mach das doch mal größer, oder? Könnt gerne mal Feedback reinschreiben. Also jetzt ist 75% gerade bei 50 von der Größe. Für die nächsten Videos vielleicht. Thanks. First, there's the end-of-life phase, moving the game toward this offline dimension, where it can be delivered. Then, there's the solo mode, as you mentioned, where we mainly want... Moment. Erstens gibt es die End-of-Life-Phase, in der das Spiel in die Offline-Dimension verschoben wird? Was heißt denn jetzt End of Life, wenn das Spiel komplett tot ist oder was? Dann gibt's einen Offline-Modus oder wie?
Also wenn die jetzt schon von End of Life reden, Digga, ist aber kein gutes Zeichen, oder was? First, there's the End of Life phase, moving the game toward this offline dimension, where it can be delivered. Dann den Solo-Modus, hauptsächlich bei Rennen. Then there's the solo mode, as you mentioned, where we mainly want to focus on races because we know that the core gaming experience of TDU is, after all, racing. People join even though they enjoy free roam, etc. But to progress, they need to participate in races. So we want to make that experience as straightforward as possible. Thus, having a solo experience makes sense, and we want to offer. Das Spiel wurde übrigens 6 Jahre entwickelt. Nach 6 Jahren fällt denen jetzt ein, dass das Sinn macht, oder was? That. On the other end, the third aspect is that we are still in an MMO, and we want to maintain that MMO dimension in free roam and in the. Ja, das verstehe ich ja auch. Free roam, bla, okay. Aber es kommt ja auch keiner in das Rennen rein. Free roam ist ja okay. Perhaps this means fostering player interactions and continuing to encourage that. If we want to do it in the races, of course, we'll have the option to wait for other players. It really depends on each player's preferred style of play. We need to allow that flexibility in TDU. If someone prefers to progress in races in a more solo manner. Sehr gut. Also es wird was geben, da steht jetzt anscheinend fest, es wird was geben, dass man, wenn man ein Rennen startet, nicht 10 Sekunden warten muss. Es hört sich so an, dass man einfach zum Beispiel überspringen klicken kann. Also sagen wir mal, du startest ein Rennen, dann wartet der automatisch diese Zeit ab. Oder du sagst, okay, überspringen, direkt starten. Ja, perfekt, alleine dann. They should be able to do that and we'll be able to facilitate that soon. Playing with friends. Playing with your group of friends or really waiting for PvP in. Warte mal kurz, kurze Pipi-Pause, ey. So. Races, and in any case, there are game modes like Time Attack that are solo experiences. There's Rocket, which is definitely multiplayer. And then there will be the first season of Solar Crown Live, which is really PvP. We've also been asked whether the game will support. Okay, was sie da jetzt ganz genau machen, haben wir jetzt nicht gesagt, oder ich bin wieder zu blöd, aber es wird so sein, wie ich es gerade gesagt habe, ne? Allerdings, ja, wann kommt denn das jetzt? Kommt das mit dem ersten Patch? Kommt das nächstes Jahr? Oder was, wie, wo, hä? Okay, nächstes Thema, Crossplay. Crossplay? Ach so, wer sich das natürlich immer irgendwann mal gefragt hat, ich wollte eigentlich auch mal ein Video dazu machen. Es gibt kein Crossplay bis jetzt, ne? That's something we've considered since the early design stages of the game. It's not really a technical problem, because technically the player data from different platforms, whether on PC or console, can be mixed fairly easily. Genau. Aber wollen wir nicht, oder was soll das jetzt heißen? The challenge lies more in respecting certain constraints, such as between consoles and PC. There are many factors we need to be mindful of. For now, we prefer to concentrate all our efforts on the server side. Also Crossplay wird es erstmal nicht geben, aber sie denken mal drüber nach, was ja schon mal ein gutes Zeichen ist. Also ich verstehe nicht, warum man das nicht direkt macht. Wie er schon gesagt hatte, wäre das kein Problem, weil jeder muss ein Naken-Konto machen. Das heißt, dein Spielstand ist ja auf dem Naken-Konto drauf und mit dem Naken-Konto musst du dich eh auf jeder Plattform anmelden. Das heißt, es wäre eigentlich kein Problem. Das wäre ja dann genauso cool wie bei Motorfest zum Beispiel. Ich spiele jetzt auf der Xbox Motorfest und wenn ich morgen Bock habe, auf der PS5 Motorfest zu zocken, dann logge ich mich da wieder ein mit dem Account da und dann kann ich ganz normal weiterspielen. Oder mit anderen zusammenspielen und das könnten die genauso machen. Ich verstehe jetzt nicht, was gibt es da für ein Hindernis? Es gibt gar keinen Grund dafür. To ensure. Ich meine, es ist ja kein Call of Duty, ne? Bei Call of Duty würde man eher noch sagen, ja, okay, ist scheiße mit Crossplay, ne? Aber hier so, das ist ein Autospiel, ne? That everything works well in the main game, and then we'll study the technical aspects of crossplay in more depth. Okay, kommt vielleicht noch. Ja. And you mentioned the idea of cross-platform. I know there's also an issue related to cross-region play that keeps coming up. If you have a friend in Canada and you live in Europe and want to play together, right now that's. Okay, das wusste ich gar nicht. Ich habe auch keine ausländischen Freunde. Generell keine Freunde. Aber okay, man kann anscheinend nicht mit jemandem aus einer anderen Region zusammenzocken. Das ist ja auch lustig. Habe ich auch noch nicht gehört. Not possible. That's not something we've definitely shut down. It's just that there are technical constraints behind it. What we wanted was primarily to ensure competition by region and also to provide a fair play experience for players in the same region. For example, there will be a problem if you're playing in Europe against Americans. If you find yourself in the same race, you can be sure that you'll lag and the racing conditions will be absolutely terrible. To ensure a really. Weil die Server nicht vernünftig sind, richtig, ja. Good experience. We prefer to keep people in the same region and compete in ranked matches and races simply to have a cool experience for everyone, limited to specific regions.
to create large regions in which players are. This isn't a debate that's completely closed. We may allow cross-region play, but it might create sessions where players are isolated to play together. They won't disturb others, and of course, they won't have access to ranked mode. These are things we're thinking about. But right now, that's okay, kommt erstmal nicht genau wie Crossplay, alles klar. Not the priority. However, you see the principle, because I think it's important to understand that our goal, like with crossplay, is always to present something of high quality, and to understand its constraints, making sure that it works in our regions. And then, regarding smaller constraints like that, of course, we'll address them. Well, because connections are relatively fast now. Of course. But we realize that when we connect... Für die Solo-Crown-Verhältnisse ist es aktuell schnell, ja, das stimmt. Continents. Yes, yes. We quickly experience lag, we've tested it, and yeah, it's better not to do it for now because well, it's not the really... experience isn't enjoyable. Plus, it's one of the issues you encountered at the beginning of the... at launch. There were servers that were a bit too far apart, which led to response issues. And that creates problems with, well, simply server performance. And you were getting stuck in certain areas, it's... Ja, die Server sind zu schrottig dafür. Lass uns den Part skippen hier. Cross-Region, bla, so weiter. Building blocks together to construct a massive castle. It's true that we've received quite a bit of feedback on so. The AI. Jetzt geht's um die KI im Spiel, die ja maximal schwer ist, Digga. Auch wenn mir ständig jemand in die Kommentare schreibt, dass das überhaupt nicht stimmt und ich einfach nicht fahren kann oder so. Wenn die das schon mitgekriegt haben, dann wird er da wohl richtig sein, was ich gesagt habe, ne? In the game, particularly regarding difficulty. How it works in TDU is that when you first encounter the AI, during the onboarding phase, for example, they're not very strong. Ist jedem aufgefallen? Ah, wie? Ich dachte, ich bin hier ein Einzelfall. Everyone has noticed this. I think they're quite easy to beat. We have a ranking system that assesses the player's level. And as you progress in races, when you're playing against a lot of AI in a solo mode, the difficulty of the opponents in the races adjusts. Nee, Digga, das glaube ich nicht. Guck mal, ich habe schon echt genug Spielstunden. Wann soll sich denn die KI angeblich anpassen, wenn ich fertig bin mit dem Game oder was? To the player's level. So, when you're in first place, because it's easy at the beginning and you keep finishing first, eventually you end up facing expert level AI. And it becomes much more challenging to win. In fact, yeah, that's exactly it. We essentially do the same thing as what happens in ranked matches. It's an ELO score. And you're racing against the AI based on your position in the race. Yeah, the ELO system is the ranking system we use in chess, for example. It's the same system. It allows us to assess the level of all players relative to one another quite simply and quickly. Exactly. The stronger you are, the fewer points you earn when you win against someone weaker, and vice versa. It's a system used in chess, very smart, that quickly evaluates the differences in players' levels. This is a system we... Digga, das ist eine dumme Aussage. Man sieht ja eindeutig, wenn ich das so habe, werde ich das Video jetzt mal einblenden, da sieht man ganz klar auf der Map, wie die KI, und zwar die da gerade auf Platz 1 ist, so einen heftigen Boost bekommt, dass der sich sogar von dem Zweitplatzierten maximal entfernt und einfach komplett weg ist. Das hat doch nichts mit schlauer KI irgendwie, also das ist ja Quatsch. Das ist einfach voll der heftige Gummiband-Effekt, viel zu krass. We use for ranked matches among players to evaluate player levels and help them progress through the leagues. But it's also a system we use somewhat behind the scenes to assess AI levels in relation to players. Because the issues are relatively the same, we want to provide a challenging experience for players that's tailored to their level. It's exactly what we do in multiplayer, providing an experience suited to each player's level. We wouldn't match diamonds with bronzes. That would make absolutely no sense. Similarly, aha, da haben wir auch hier, wenn wir dann einmal gegen Online-Spieler irgendwann zocken, hier Ranglistenzeug, ist auch Skill-Based Matchmaking drin, Junge, so ein Ding. We want to make. Aber da ist es ja okay auch, ne? Obwohl ich auch wieder sagen würde, so mach doch einfach random, ne? So, ja, okay. Make sure you're playing against AI that always keep things interesting. So that there's a challenge. So that there's a challenge, in my opinion, is the goal. Yes, that's right. Although maybe they're a bit too challenging. Right now we have a slight balancing issue. Ein leichtes Balancing, ja genau. But it's mainly because there are many aspects of the AI we can improve. First, they're extremely aggressive, which makes them ultra competitive, especially because they'll bulldoze through the starting grid and dominate corners, as they want to pass and stay in their lanes.
You've seen that they don't pay attention to you because they're focused on being the best they can be. This is particularly true at the expert level. Was halt auch merkwürdig ist, ich habe ja schon mal gefragt, warum steht hinter den KI-Gegnern, die stehen da immer links, ist ja die Liste, da steht immer hinter in Klammern Profi. Bei mir steht immer ein Profi dahinter. Warum komme ich nicht auch mal Anfänger irgendwie KI-Gegner? Oder bin ich schon so eingelevelt, dass sie sehen, okay, der ist viel zu krass, da müssen nur Profis mitfahren, oder wie funktioniert das? Kann doch auch nicht sein, oder? That can be a bit hardcore. It can be a bit hardcore. Currently, there's a parameter. Vielleicht musst du am Anfang so beschissen fahren, dass die KI denkt, Junge, der ist ja richtig scheiße, und dann hast du vielleicht nur KI-Gegner, wo in Klammern Anfänger steht oder so. Ich habe keine Ahnung, ne? We've dialed back at first because we wanted to ensure our AI performs well, so we kept it. This is something. Aber wenn das so ist, sorry, dass ich mal pausieren muss, aber wenn das so ist, dann ist es so wie in den alten Call of Duty Zeiten, anfangs, wo Skill-Based Matchmaking noch am Anfang gewesen ist, wo man dann gesagt hat, okay, ich mache jetzt eine richtig geile Runde und dann mache ich extra 5 schlechte Runden, damit ich in einem anderen Dings reingeworfen werde, wo schlechtere Leute sind. That will be corrected gradually over the patches. As we've communicated, there's an initial patch that will adjust the balancing parameters to simplify the difficulty of the master AI. But not just that. All AI will be rebalanced. Okay, die komplette KI wird gebalanced. Ja, gut, also doch gut. Mit der Aggressivität befassen, looking at aggressiveness, ja. Which will be adjusted too. What's really funny and probably the most frequently reported issue is that some cars, like a Bugatti. Ja, ist so. Bugatti ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil Bugatti fährt nur geradeaus, Kurven fahren kann das Ding nicht. Aber die fahren wie Formel 1-Wagen durch die Kurven, Junge. Das ist voll lächerlich. At full speed, are taking a corner perfectly. This is because we have a parameter in the AI that allows them to say, okay, you can take this turn at maximum speed with a perfectly allowed drift angle. No human on Earth can do that at that speed with their eyes. So we've basically created unbeatable AI and... Ja, die fahren nicht in einem Driftwinkel, die fahren auf Schiene, Junge. We're sorry about that. There you go. Sorry. I think now it's easier to go I've the other way. I've seen players beat them. There are AIs, so we have players who are robots, that's something else. They're machines. And then there's also the perception. Many people reported that there are 2 CV passing us. I've seen that, it's true. We're in an Audi TT, it feels strange. It feels strange. I was in an Alpine, but it was boosted, you know, the 2 CV. It was upgraded. Because there are things made for players that shouldn't apply to the AIs, because, well, it's fun for the players. But right now, the AIs, well, they're trying to be competitive. And they take just about every vehicle. That's also something we'll be working on. Yeah, it's true that the upgrades on the 2 CVs are crazy. They're really intense mental. Yeah. Yeah. So it is weird to be overtaken by a 2 CV. But you can upgrade it in the game. The player can upgrade their 2 CV to make it much more powerful than the... But this is an important topic because the players who played in the first days of the game, well, we observed that the first players had what we call metas, which are cars that are clearly better than the others in their category. Die sind einfach alle scheiße. Nur der TT ist gut, ey. So ein Ding ist das. Du kannst die anderen Autos überhaupt nicht benutzen, weil wenn du ein Heckantriebauto hast, das driftet nur komplett weg und die KI fährt einfach wie ein Zug durch. Das ist, du kannst nur mit so einem Allradwagen mithalten, wie den TT zum Beispiel, jetzt bei Alltagsfahrzeugen. So, well, that's an important point. Test Drive Unlimited Solo Crown is an MMO. And as an MMO, we will need to make adjustments to the game. Sometimes we call it nerfs, things like that. Buffs. Buffs, exactly. We'll rebalance the game. It's important to communicate this to our players, since it's part of the life cycle of it. Das sind so Sachen, die verstehe ich einfach nicht, weil wenn sie das selber ausprobiert hätten, und normalerweise sollte man davon ausgehen, dass sie ihr eigenes Spiel mal testen, dann muss man doch instant mitkriegen, dass das schon ein bisschen schwer ist, ne? Ich meine, das war eins der ersten Dinge, die ich gesagt habe, wo ich da die ersten Rennen gemacht habe. MMOs. At some point, certain cars will be stronger, and after an upgrade, they might be less strong. Or better balanced compared to other cars. So that talks about the cars as they are in the game, but also the upgrades that might make some cars too powerful. So this will be part of the changes made over the course of the game's updates. Of course. Game updates are super important. It's a crucial concept in MMOs to have a game that adapts based on what the player experiences in the game. And we're not against the principle of meta. It's also because the experience is challenging, and because people are looking for tricks to win against the AI or other players, which is really interesting. It's exactly what we wanted to create. Players who are so engaged that they search for what the meta game is. However, it needs to be shaken up. It needs to be. It needs to change, be corrected, modified, and evolve over time. Maybe sometimes the Audi TT will change categories. Or maybe it will have slightly less powerful upgrades one season.
Maybe next time it will be for a Bentley. We might also nerf the AWD. Was wollen die jetzt machen? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Dass die die Fahrzeuge von Season zu Season schlechter und wieder besser machen wollen? Zum Beispiel jetzt gerade ist der Audi TT ja gut. Und in der nächsten Season machen die den extra schlechter oder was? Und dafür machen die ein anderes Auto besser oder was? Bruder, was ist das denn für ein System, Digga? Mach doch einfach... Ach, Digga, ich sag dazu nichts. Because we know that in all racing games, AWD performs better. Center differential, four-wheel drive on the starting grid, it's really significant. It grips well. It truly performs well on the corner exits. They face fewer constraints in the game. Perhaps the race restrictions also need to change a bit to allow for races between RWD and AWD to improve the balancing within the races themselves. There are plenty of options. Ja, wenn die das machen, hast du aber wieder keine Chance, weil die KI fährt Heckantrieb, du fährst Heckantrieb. Wer gewinnt? Die KI, weil bei der hat der Heckantrieb keine Auswirkung, weil die einfach nicht wegdriften. Die fahren wie eine Schiene, Junge. We're not closing any doors. It's essential we need to make changes. Just like with the Paladins. It's like the Paladins, and that will change every season, of course. Yeah. Ja, moin. Plus, we're getting more and more cars, so there will be new balancing. So, following the problems we had with the... So, jetzt endlich die Kompensation, also die Erstattung für die Goldleute oder eventuell auch alle anderen. At the game's launch, well, we've corrected a lot of issues and hopefully we won't have any more. We've fixed all the network problems, but that said, for the players who were there on the first days, it was complicated and we want to offer them compensation. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was es ist, ne? Ich denke, dass wir im Moment nicht genau wissen, was wir tun wollen. Oh, wir diskutieren immer noch. Ja, wie lange denn noch? Yeah, well, a nice compensation. I think that right now we don't exactly know what we want to do. We're still discussing it among ourselves. The goal is, what takes time right now is not so much to give it to you, but to provide you with something that matches what happened with the servers. Of course, it won't be 1 million solar coins. We know that would just ruin your experience. Es wird kein Geld sein, siehst du? Keine Millionen Solar Coins. Ja, moin. Ja, natürlich werden jetzt nicht 1 Million Solar Coins sein. Mann, das war genau meine Idee. Warum denn nicht? Digga. Matches what happened with the servers. Ja, das hatten wir auch schon gesagt, was es alles nicht sein wird. Ne? Und wenn du weißt, was es alles nicht sein wird, dann fragst du dich noch mehr, was es ist, weil eigentlich nichts mehr übrig bleibt. Of course, it won't be 1 million solo coins. We know that we'll just ruin your experience. We're looking for something that makes sense in a TDU context. So that's coming. Ein paar Free Spins im Casino, Digga. Die kriegst du dann. So 50 Free Spins. And then, well, there's also content that's coming. Right now we're only at the first season, and the first season hasn't even started yet. So there are going to be a lot of things happening in the first season. Live events, the Solo Crown Live, so a lot of content is coming. And then behind that, well... Wir haben sehr konkrete, unkonkrete Sachen. Also, egal was sie jetzt hier alles gequatscht haben, wir wissen nicht mal, wann irgendwas davon kommen wird. Gar nichts. Das Einzige, was wir wissen, dass die ihre ganzen Bugs jetzt mit dem nächsten Patch beheben. Aber das wissen wir auch schon, seitdem ich das Video gemacht habe, vor einer Woche oder so. Serverprobleme wird ja ständig dran gearbeitet. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Ne? Serverprobleme wird ja ständig dran gearbeitet und im nächsten Patch sind auch wieder viele Sachen drin. Vor allem auch viele Bugs, die Leuten aufgefallen sind. Es wird weiterhin optimiert. Season 1 ist verschoben. Kommt dann mit dem Update. Ich weiß jetzt den Tag nicht mehr. Wisst ihr das noch? Keine Ahnung. Ein Offline-Modus wird es anscheinend nicht geben. Erst wenn das Spiel komplett tot ist. Ja, kann ja nicht mehr lange dauern. Aber es wird Solo-Rennen geben. Wahrscheinlich, so wie ich auch gesagt hatte, ne? Muss ich jetzt nicht nochmal erklären, Zeit sparen. Und Crossplay wird es auch geben, aber das wird noch viel, viel länger dauern und wer weiß schon wann. Ne? Genauso wie diese Solo-Rennen, wann die kommen, wissen wir halt auch nicht. Dann Cross-Region, dass du auch mit einem Kollege, der in USA zockt, zusammenspielen kannst. Ja, wird auch irgendwann mal kommen, wird aber auch noch länger dauern. Die KIs werden relativ zeitnah bearbeitet. Das mit den Meta-Autos verstehe ich nicht. Hört sich so an, als würden jetzt die Meta-Autos von Season zu Season einfach mal wechseln, so. Heute ist der TT gut, nächste Season ist, keine Ahnung, SLS gut. Die Entschädigung wissen wir immer noch nicht und nicht, was es wird und wann es kommt. Ja, super, also jetzt haben die einfach mal alles zusammengefasst, wo du kaum Infos rausziehen kannst, weil es ist alles komplett ungewiss, wann was passiert. Zwei wichtige Punkte für mich auf jeden Fall, dass du Solo-Rennen fahren kannst, dann kannst du auch schneller zocken und dass die KI überarbeitet wird, das wird alles relativ zeitnah passieren. Aber wann genau, das wissen wir halt nicht. Was sagt ihr jetzt dazu? Also ich finde es eigentlich ganz nice. Nur halt ist halt so ein bisschen wischiwaschi, weil man nicht weiß, wann was kommt. Ne? Aber an sich, das Ding an sich finde ich sehr, sehr cool. Und damit der nicht noch länger dauert hier, Leute, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, neue Zocker. Ciao, ciao.